Ah, richtig fruchtig, so karamellig, das sind meine Riesendatteln und das passiert, wenn sie jeden Tag Datteln essen. Die einen feiern die Datteln als Ersatz für raffinierten Zucker, die anderen nutzen die süße Frucht als Energy Booster. Und manche munkeln auch noch gut für die Potenz und Fruchtbarkeit. Wir schauen uns jetzt mal an, was da sich so dahinter verbirgt, warum Datteln so, ja, was Besonderes sind, vielleicht besser sogar als Schokoriegeln. Eine alte Beduinenweisheit sagt, mit 7 Datteln pro Tag bekommt man alle Nährstoffe, die man zum Überleben braucht. Schauen wir mal. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und ich möchte einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären. Und die Grundlage unserer Gesundheit ist unsere alltägliche Ernährung. Also spreche ich genau darüber, was bei uns auf den Tisch kommt. Kalorienbombe oder gesunder Schokoladenersatz? Wenn man Datteln kauft, sollte man darauf achten, es gibt so kleine und es gibt hier, das sind meine Lieblingsdatteln, die Medjools. Die Königin der Orients oder das Brot der Wüste. Seine Beinamen hat das traditionelle Superfood nicht von ungefähr. Denn sowohl frische als auch getrocknete Datteln sind lecker, karamellig, süß, ziemlich nährstoffreich und gerade die großen noch schön fruchtig. Durch den Wasserverlust sind getrocknete Datteln pro Gewichtseinheit meist noch süßer und nährstoffreicher als frische Datteln. Eine Ausnahme ist der Vitamin-C-Gehalt. Der fällt bei den frischen Früchten höher aus, logisch, weil das empfindliche Vitamin den Trocknungsprozess ja nicht übersteht. Schauen wir uns die Nährstoffe von Datteln einmal genauer an, weil es sind ja Nährstoffbomben. Die Sorte Declée Noir, das sind hier die eher kleinen, die liefert getrocknet pro 100 Gramm ca. 280 Kilokalorien, hauptsächlich in Form von Kohlenhydraten, genauer Zucker. Ca. 68 Gramm sind in 100 Gramm enthalten. Frische Früchte enthalten zwar im Vergleich weniger Zucker mit etwa 50 Gramm, aber immer noch eine echte Hausnummer. Aber Zucker ist doch ungesund, oder? Und warum gelten Datteln dann als Top-Zucker-Alternative? Wichtig, einfach Zucker, wie die in Datteln enthaltene Fructose, aber auch Glucose, sind zunächst einfache, schnelle Energielieferanten, die vom Körper quasi direkt verwertet werden können. Und das macht die Dattel zum Beispiel für Sportler kurz vor einem großen Lauf oder einem wichtigen Spiel zum perfekten Snack oder auch wenn man vielleicht eine Prüfung hat, um nochmal richtig so Energie zu bekommen. Genauso auch direkt nach dem Pumpen im Gym, weil Zucker zum Blutzuckerspiegelanstieg ja führt, damit zur Insulinfreisetzung und damit tatsächlich auch das Muskelwachstum positiv beeinflusst werden soll, quasi natürliches Doping, anstatt sich Insulin zu spritzen, was manche ja im Fitnessstudio leider auch machen. Trotzdem zum Blutzuckerspiegel, gerade mit Datteln, da komme ich gleich zu, denn das ist ganz wichtig zu wissen. Zurück aber erst einmal zum Zucker in der Dattel. Problematisch wird einfach Zucker dann, wenn wir ihn in zu hohen Mengen essen, klar, weil, wie erklärt, das lässt den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und kann damit Heißhungerattacken, langfristig auch etwa eine Insulinresistenz, Diabetes begünstigen. Natürlich viele Kalorien, das setzt sich dann in Form unseres Hüftfetts an. Mehr dazu auch hier einmal. Der Unterschied jetzt zwischen Datteln und Lebensmitteln mit herkömmlichen, raffinierten Zucker ist der hohe Ballaststoffgehalt. Besonders bei getrockneten Datteln. Denn Ballaststoffe, und das ist wichtig zu verstehen, verzögern die Aufnahme von Kohlenhydraten aus dem Darm ins Blut und sorgen so für einen allmählicheren und geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels. Also Datteln, ja, zuckerreich, aber auch ballaststoffreich. Und damit steigt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell und nicht so stark an. Datteln lassen den Blutzuckerspiegel also deutlich langsamer steigen als Industriezucker und sind somit ein relativ gutes Lebensmittel für Menschen mit Blutzuckerproblemen, beziehungsweise die auf diese starken Peaks achten wollen, vermeiden wollen. Und deswegen sind sie für Sie als Diabetiker hin und wieder auch ein paar Datteln wohl okay, solange Sie natürlich nicht übertreiben. Und auch bei Heißhunger und Lust auf Süßigkeiten können sie eine gesündere Alternative sein, als wenn sie normale Schokolade essen. Wichtig trotzdem, es bleibt der hohe Kaloriengehalt, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Und viel Zucker ist nun mal auch drin, weshalb sie Datteln letztlich nur in moderaten Mengen essen sollen. Aber Zucker und Ballaststoffe sind nicht das Einzige, das die Dattelfrucht zu bieten hat. Sie liefern zum Beispiel wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen, Magnesium, auch zum Beispiel die Vitamine A, B1, B2 und auch die essentielle Aminosäure Tryptophan, die sind reichlich enthalten. Und deswegen die alte Beduinenweisheit, die ich gerade schon gesagt habe, mit 7 Datteln pro Tag bekommt man alle notwendigen Nährstoffe, die man braucht.
Tryptophan zum Beispiel ist eine Vorstufe des Glückshormons Serotonin und beeinflusst so unsere Stimmung. Also ein ziemlich wichtiger Stoff. Man kann sagen, deswegen, wenn man ordentlich mal Datteln immer mal isst, ist das auch gut für die eigene Psyche. Und zusätzlich liefern Datteln zahlreiche Antioxidantien wie Flavonoide, die gegen Entzündungen wirken und wahrscheinlich sogar das Risiko für Typ 2 Diabetes reduzieren können. Und außerdem liefern Datteln einiges an Kupfer, an Fluor, an Selen. Und die Stoffe sind unter anderem mehr für die Funktion des Nervensystems oder für die Reparatur von Zellen wichtig. Und Selen, wissen wir ja, wichtig für unsere Schilddrüse, für unser Immunsystem. Also zusammengefasst, Datteln haben extrem viel auf der Habenseite. Und noch was, diese großen Datteln, die schmecken einfach auch richtig lecker, finde ich. Und eine Sache, hier fehlt mir persönlich jedoch die wissenschaftliche Evidenz. Datteln haben laut Ayurveda eine positive Wirkung auch auf die männlichen Geschlechtsorgane und fördern auch die Fruchtbarkeit. Paaren mit Kinderwunsch wird deshalb zu regelmäßigem Dattelkonsum geraten. Wie gesagt, Datteln sind prinzipiell ja gesund, schmecken lecker, schön karamellig. Und egal ob Kinderwunsch oder nicht, zum dauerhaften Ernährungsmuster sollten auch Datteln regelmäßig gehören, vor allem als Alternative zu anderen süßen Snacks. Stichwort Blutzucker habe ich gerade erklärt. Eine klare Aussage ist das, denke ich, für uns alle. Regelmäßig zum Ernährungsmuster sollte es dazugehören. Verzehrideen und worauf Sie achten sollten. Probieren Sie gerne mal Folgendes aus. Sie servieren die Datteln direkt aus dem Gefrierfach. Wegen des hohen Fruchtzuckergehalts erstarren die Früchte nur und werden nicht komplett hart. Interessant. Und so können die kleinen Kraftpakete im Sommer auch als echte Erfrischung dienen. Top auch als Snack zwischendurch, hatte ich jetzt ein paar Mal ja gesagt, oder als Topping für ein gesundes Müsli. Auch toll sind Dips, zum Beispiel als Curry-Dattel-Dip. Super, probieren Sie es mal aus. Oder Mangoldgemüse mit Datteln. Schmeckt alles super und ist meist schnell gemacht. Kombinieren Sie einfach mal, wie Sie Lust haben. Da ist letztlich ja nichts verboten. Trotzdem sollten Sie jetzt nicht jeden Tag Massen an Datteln essen. 3 bis 5 Datteln pro Tag entsprechen der allgemein empfohlenen Verzehrmenge. Haben Sie die Kilokalorien einfach bitte im Hinterkopf. Zu viel Datteln können auch zu Verstopfungen führen oder sich halt negativ auf die Figur auswirken, aufgrund halt der hohen Kalorien. Und ganz ehrlich, ich esse auch nicht jeden Tag Datteln. Bei der Lagerung gilt die Faustregel, je weicher und saftiger sie sind, desto dringender sollte man die Datteln im Kühlschrank lagern. Werden Datteln falsch gelagert, können sie schnell austrocknen, dann schmeckt es auch nicht mehr richtig, hart werden. Frische Datteln, also die früh geerntet werden, die sollten kühl gelagert werden, damit sie nicht austrocknen. Und dann sind sie letztlich problemlos auch mehrere Wochen genießbar. Und ein weiterer Vorteil ist die Lagerung im Kühlschrank. Und hier müssen Sie sich keine Gedanken um die Aufbewahrung machen und können die Dattel mit ihrer Verpackung einfach so in den Kühlschrank legen. Die Kehrseite der Medaille. Was sind Kritikpunkte an der Dattel? Sie können es sich vielleicht auch schon denken und fragen sich die ganze Zeit, welchen Haken gibt es? Und ja, gibt es auch. Die Dattelpalme wächst vornehmlich im arabischen Raum. Durch Transport und so sind Datteln also nicht wirklich umweltfreundlich. Für den Anbau und die Ernte wird ebenso Energie aufgewendet, vor allem Wasser wird für den Reifeprozess benötigt. Und auch das sollte man heutzutage natürlich sagen, Wasser ist in vielen Ländern Mangel. Im konventionellen Anbau werden die Früchte in ihrem Ursprungsland oft mit Promethan begast. Und das ist ein Gas, das nicht nur für Schädlinge giftig ist, sondern auch die Ozonschicht zerstört. Etwas besser sind Biodatteln und nicht nur wegen der Kalorien, sondern auch aus also ethisch-ökologischen Gesichtspunkten letztlich Maß halten. Nicht zu viel von essen. Falls Sie jetzt tolle Rezeptideen haben, dann gerne schreiben Sie es einmal auf. Wie gesagt, zum gesunden Ernährungsmuster gehört immer mal eine Dattel dazu. Mache ich auch. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu. Jetzt esse ich mal meine Dattel hier noch zu Ende. Richtig geil.